Willkommen zurück bei Witcher 1. Wir haben uns in der letzten Folge sehr überraschend durch ein Spukhaus durchgeprügelt. Nicht überraschend, weil wir bloß nicht wussten, dass es ein Spukhaus ist, sondern überraschend, weil wir nicht wussten, was drin ist. Aha. Okay. Ja, wir brauchen ein bisschen Kohle, wir brauchen ein bisschen Arbeit. Und jetzt kassieren wir erstmal. Ich finde es immer noch schade, dass von unserem Geld ein bisschen was gefehlt hat. Ich weiß nicht, ob wir alles wiedergekriegt haben. So. Zappalot, wo ist denn der Arsch jetzt? Ich bin geil! Bitte was? Ich will es gar nicht wissen. Ja, wo ist denn der Typ jetzt? Ihr kämpft wie ein Mädchen! Hinabsvertrag, Hundevertrag, Wolfvertrag, Wolfspiel, alter Freund, Faustkampf, Gedächtnis einer Klinge. Wir müssen noch zu Tala, genau, Detektiv gesucht. Last der Vergangenheit. Vielleicht finde ich Leuwarden in Visima. Das müssen wir auch noch machen. Echte Mädchen, mysteriöser Turm, Ratte, das ist es. Plakate verfolgen. Ja. Hier im haarigen Bären irgendwo müsste er sein, er ist aber nicht da. Das ist schlecht. Vielleicht ist er später nochmal da. Könnte ja sein, okay. Dann werden wir erstmal die Leuwarden-Quest, das der Vergangenheit, können wir gar nicht, weil können wir nicht verfolgen. Okay. Leichte Mädchen. Verdächtiger Vincent. Machen wir aber jetzt nicht. Stärkere Gegner. Ja, Shani besuchen, genau. Wolfvertrag. Bum, Hunde. Genau, wir brauchen noch Ertrunkenen. Echinops, Bestiarin, Aalgolem. Wir müssen noch mal zum Buchhändler. Aber das. Ach, Süßigkeit. Ich würde eher sagen, hier wird es nachts interessanter. Und wenn wir hier meditieren, das nicht so gesund für uns. Geldsack! Wollt ihr was abgeben? Bitte was? Nein? Ihr habt euch wohl verirrt. Verdammt. Womöglich? Verdammte Wache. Ihr sucht Abenteuer! Schon geht ins Geld. Ein ich sag, ich hab meine Brot. Eieieiei. Ach, stimmt. Das ist ja das Bordell. Es ist natürlich ein Bildungsauftrag, den ich hier erfülle. Und ja, ich beklau die Nutten. So, die Damen sind heute alle außer Haus, habe ich das Gefühl. Da geht's wieder raus. Wir wollen aber nicht raus, wir wollen da hoch. Mahakana mit. Aber wir müssen noch zum Antiquar. Abgeschlossen. Klar, warum auch nicht? Auch abgeschlossen. Wir müssen auch noch zum Detektiv. Dann gehen wir jetzt erst zum Antiquar, dann zum Detektiv. Und dann müsste Shani schon fast so weit sein, dass sie uns empfängt. ...1020 sind Peanuts. Wir brauchen dringend mehr für den Geldbeutel. Na, hallo. Was wollt ihr? So.
Was haben wir hier noch? Buch über Tiere. Verlieren des Schreckens, den haben wir schon. Magisch vergänzt, also bei Erschaffung eines Golems. Das werden wir noch brauchen. Ich weiß es. 150, okay. Das werden wir jetzt zulegen. Was haben wir hier noch? Was können wir machen? Das ist aber 150. Nee. Flüche und verfluchte Striegen, Werwölfe, Echinupsen und Archesporen. 500 Öcken. Ach du Schande, wir brauchen allein ein Tausender für die zwei Bücher. Okay. Machen wir uns mal eben arm. So. Nächstes kriegen wir gleich was dafür. Ja. Damit können wir aber auch die Questen machen. Snottor. Tor zum Deich. Friedhof von Wisima. Tor zum königlichen Schloss. Na, da werden die uns nie durchlassen. Wieso hat sie mich nur so behandelt? Wir gehen jetzt erstmal zum Detektiv. Und was ist das? Ein Mann, der durch die Stadt rennt. Das ist es. Ach, ich habe die Kraft nicht mehr. Okay. Gucken wir mal, was Raimund so treibt. Ah, Führer von Wisima. Zuckerpuppe. Da kommt also der Begriff Zuckerpuppe her. Hm? Jeder was gelernt. Und da sagt noch mal jemand, einer spielen bildet nicht. Du musst nur die richtigen Sachen spielen. Ist denn keiner da? Ach, da sitzt er. Wehe, einer von euch verpetzt mich hier. So, so, so. Wen haben wir denn hier? Ich bin Geralt von Rivien. Ein Krieger wie kein anderer. Euer Ruf eilt euch voraus. Wie kann ich helfen? Ich suche Informationen. Bin ich hier richtig? Gute Frage. Ich habe früher für die Anwälte Kodringer und Fenn gearbeitet. Die Namen sagen mir nichts. Aber ich nehme an, das ist eine Empfehlung. Als Profi ist euch gewiss klar, dass Informationen ihren Preis haben. Ich werde bezahlen. Ich bin ganz Ohr, weißer Wolf. Auf wen willst du das denn bezahlen? Wir haben nur 140 Ohren in der Tasche, du Idiot. Mich interessieren die Leute, die Salamander-Abzeichen tragen. Zufällig weiß ich darüber ein, zwei Dinge. Aber bevor ich weiterrede, wüsste ich gern, welches Interesse ihr an dem Fall habt. Azayavet. Sagt euch der Name was? Habe ich schon mal gehört. Warum fragt ihr? Sagen wir einfach, mein Stiefel hat eine Verabredung mit Javets Hintern. Gut ausgedrückt. Normalerweise lasse ich mir Informationen bezahlen. Aber das hier ist umsonst. Ich arbeite schon eine ganze Weile an dem Fall. Fahrt fort. Azayavet, ein Magier aus Zerikanien, ist der Anführer der Salamandra. Gefährlicher als eine Grube voll Kikimoren, aber leider unerreichbar für mich. Mit seinen Kontakten und Ressourcen kann er sich in der Stadt beinahe uneingeschränkt betätigen. Ich habe am eigenen Leib verspürt, wozu er fähig ist. Noch etwas? Ich vermute, die Salamandra haben eine groß angelegte Organisation aufgebaut. Gold ist lediglich das Schmiermittel für ihre politischen Ambitionen. Sie betreiben genetische Experimente, und zwar gefährliche. Gewöhnliche Schurken hätten dazu weder das Wissen noch die Mittel. Wer arbeitet für Javed? Irgendwelche Vermutungen? Der Hauptmann der Wache, der die Ermittlungen fallen ließ, verschwindet des Nachts. Vielleicht könnt ihr ein paar Informationen aus ihm herauspressen. Ist das alles? Es könnte noch einen Hinweis geben. Die Stadtwachen haben jemanden festgenommen, der etwas weiß. Die Wachen? Im Kerker? Ja. Findet einen Weg, den Gefangenen zu verhören. Und bringt so viel ihr könnt von den Wachen in Erfahrung.
Verlasst euch drauf. Die Leute neigen dazu, sich mir zu öffnen. Notfalls mit dem Schwert. Seine Informationen könnten unschätzbar wertvoll sein. Viel Glück. Wisst ihr noch mehr über den gefangenen Salamandra? Er ist womöglich einer der Anführer. Obwohl in dieser Stadt eigentlich eher die kleinen Fische hängen und die großen frei herumlaufen. Aber genaueres wissen wir erst, wenn ihr ihn verhört habt. Wir werden sehen. Noch etwas. Ich glaube, ihr werdet verfolgt. Irgendwelche Vorschläge? Wartet eine Weile hier. Macht sie nervös. Überrascht die, die euch überraschen wollen. Ich gehe um Mitternacht. Gut, das war so jetzt nicht geplant, aber... Der Hexer lässt sich Zeit. Er muss einen anderen Weg genommen haben. Aber egal. So muss es sein. Ich nehme an, die Falle ist gestellt. Oh ja. Kümmert euch um eure Aufgaben im Händlerviertel. Ich überlasse die Sache unserem besten Agenten. Tja. Moment. Leute, was treibt ihr denn da? So, Gruppenkampfstil. Ihr wagt das mit einer Rasse herumzufordern? Seid tot! Nein, eher nicht. Ihr wagt es, die Salamandra herauszufordern? Ja. Und tschüss. Ob ich in dem Leben noch mal lerne auszuweichen? Ich weiß es nicht. Nehmen wir mit. Auch noch was. Nehmen wir auch mit, bis auf den Dolch. Den braucht ja keiner. Nehmen wir auch mit. Chimärisches Stahlschwert, Stahlaxt. Okay. Was wollten wir nachts noch? Wir wollten. Okay. Genau, die leichten Mädchen, denen wollten wir hier helfen. Und zwar Mädchengefahr. Ja. Es regnet. Einmal rechts, einmal links. Die alten Völker bewohnen dieses Gebiet. Zwergen, Handwerker und Elfenkünstler. Haut ab, Kumpel. Lasst die Dame in Ruhe. Ihr habt Mitleid mit einer Hure? Bevor ihr geht, entschuldigt ihr euch noch für euer schlechtes Benehmen. Ihr seid nicht bei Trost, alter Mann. Haut ab, bevor ich euch absteche. Nachdem ihr euch entschuldigt habt, geht zu Hauptmann Vincent. Sagt ihm, ihr seid ein Verbrecher und eine Ratte. Zieht euer Schwert, Streuner. Ich töte niemals unbewaffnete Leute. Ihr habt eure Chance vertan. Auf ihn! Der Pistol! Ich würde sagen, das reicht. Was sind wir denn hier? Fistech. So. Hier hinten war noch ein Mädchen in Gefahr. Ihr hättet unser Angebot annehmen sollen. Oh, Mann. Verschwindet! Ich habe geschäftlich zu tun. Verschwindet oder ich töte euch wie einen Hund. Versucht euer Glück. Ergreift ihn. Wer Hunde töten will, ist bei mir sowieso unten durch. So, andere
anderer Kampfstil. Lalala, lalala. Erstmal rechnen wir mit denen ab. Helfen den hübschen Mädchen. Und dann werden wir uns um Shani kümmern. Und? Der Mickrige sollte es das nicht wert. Ihr da, verschwindet! Tätlichkeiten sind unhöflich. Geht, solange ihr noch könnt. Diese Frau gehört zu mir. Dann sterbt ihr. Nein, aber du. Für das Gold, das ihr euch bezahlt. Ich bin müde. Ich danke. So. Jetzt aber fix, Geralt. Ich glaube nämlich, Carmen hat auch ein bisschen Probleme hier. Schlimme Schmerzen in der Brust. Ja. Moment mal, was war das eben? Geralt. Sag mal. Ich hab gar nicht gemerkt, dass ich hier von hinten auch noch angegriffen werde. Was ist denn da los? Oh Gott, wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Okay. Okay. Ich sehe das Problem. Gut, dass der bei jedem Szenenwechsel anfängt zu speichern. Doch jetzt erstmal noch einen gescheiten Speicherpunkt und gleich noch mal raus und räumen auf. Gnadenstoß. Ihr habt euren Gegner gerade betäubt. Noch nicht, aber fast. Linksklick auf ihn, um ihn zu erledigen. Okay. Hart ist, wer hart zuschlägt! Jetzt kann ich auf das andere. Ist doch nicht wahr. Ist doch nicht wahr. Altkauz, Honig, Schneesturm. Wo ist meine Schwalbe? Ja, nee. Okay. Ich sehe das Problem. Ist ja fast schon peinlich. Dann machen wir das anders. Ich beobachte den Scheiß erstmal und dann sehen wir weiter. Sollen die sich erstmal hier verdreschen? Jetzt
Geralt, warum nimmst du immer das falsche Schwert? Und warum zur Hölle bist du jetzt schon angeschlagen? Okay, das hat erstaunlich gut funktioniert dieses Mal. Ein Vampirzahn haben wir hier noch irgendwo. Überreste, ja. 10 Ohren, sehr schön. Du legst dich nicht mit mir an. Okay, wir speichern jetzt nochmal und beenden die Folge an dieser Stelle. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und in der nächsten Folge schauen wir uns dann mal an, welche Belohnung die nette Carmen für uns hat. Bis dann. Ciao, ciao.